Ich muss das mal gerade einfach festhalten, weil es cool ist. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. So als Menschheit. Nicht alle. Aber ich glaube, wir schaffen das. Ich habe den Eindruck, dass langsam wirklich sich zeigt, wie abstrus das alles ist. Wie widersinnig das mit dem Gehorsam, also die Sachen, wo ich eigentlich schon seit 10 Jahren von rede, ich habe eben was gesehen, was ich euch nicht zeigen kann, was ich nicht mit der Kamera aufnehmen könnte. Weil manchmal sieht man Sachen ja nicht mit seinem physischen Auge. Also ich sehe es physisch. Aber ja, nicht nur, ne? Aber ich sehe es auch physisch, ja. Zeigen kann ich es trotzdem nicht. Weil ich die Zusammenhänge nicht zeigen kann. Aber ich glaube, wir schaffen das. Ich bin da fest von überzeugt gerade. Vor allen Dingen zeigt ihr mir gerade, dass wir das schaffen. Und das finde ich unbezahlbar. Ich finde so unbezahlbar, dass Menschlichkeit am Ende dann doch mehr wert ist als alles andere. Und ich wollte das einfach mal festhalten, damit ich mich immer daran erinnern kann, wenn ich es mal wieder vergessen sollte. Aber darauf kommt es an, auf den Glauben. Ne? Hat Jesus auch immer gesagt. Dein Glaube hat dich geheilt. Genau derselbe, der dich vorher krank gemacht hat. Ich glaube an uns und ich möchte es mir nicht mehr nehmen lassen. Bei allem, was getan wird, damit wir den Glauben an uns selbst verlieren. Und auch also an uns selbst als Individuum, genauso wie als Organismus Menschheit. Und wenn ich mir gerade angucke, wie das alles sich zuspitzt und für mehr Leute offensichtlich wird, wie dumm und fehlgeleitet wir in der Vergangenheit gehandelt haben, gegeneinander. Und wenn ich mir angucke, wie viele Leute da gerade rausnappen, dann ist das eine Wohltat fürs Herz. Das tut richtig in der Seele gut. Ja, lass sie mal weiter ihre Kriegstreiberei machen und wir sind einfach nicht mit dabei. Cool. Nur für die, die sich wundern, warum mich Putin nicht interessiert. Weil ich ihn nicht kenne. Der sitzt nicht hier neben mir. Mit dem kann ich nichts anfangen. Ich kenne von Putin nichts als Bilder und irgendwas, was mir irgendjemand über den erzählt hat. Ich kenne ihn nicht. Und deswegen kann ich mir auch kein Urteil über den erlauben. Genauso wenig wie über irgendjemand anders, den ich nicht kenne. Den ich nur vom Hörensagen kenne. Genauso wie mir auch bewusst ist, dass viele Leute, die meine Videos seit Jahren kennen, mich überhaupt nicht kennen. Weil ihr kennt meine Videos, aber ihr kennt nicht mich. Das ist mir schon seit langem bewusst. Und wenn wir uns das auch bewusst machen, dass wir auch von, egal wem wir aus dem Fernsehen kennen oder von YouTube oder sonst irgendwas,
nur die Videos kennen und was man uns über diese Leute erzählt. Weil ganz im Ernst, ich spreche kein Russisch. Und solange der Mann Russisch spricht, kann ich ihn nicht verstehen. Bin ich schon alleine auf die Übersetzungen angewiesen. Und ich habe oftmals die Erfahrung gemacht, dass ich mich auf Übersetzungen nicht so richtig verlassen konnte. Dass das dann tatsächlich auch so übersetzt wurde, wie das gemeint war. Also auch wieder alles nur irgendwie Grund für Missverständnisse und so. Was wir nie verlieren dürfen, niemals. Und ich sage es jetzt echt noch, dass ich es nie vergesse. Was wir nie vergessen dürfen und verlieren dürfen, ist der Glaube an uns selbst. Und ich glaube, den kriegen wir einfach nur wieder, indem wir anfangen, uns zu sagen, dass wir an uns glauben. Und deswegen werde ich auch jetzt nichts anderes mehr tun. Also für alle die, die mir jetzt immer noch irgendwas über irgendwelche Kriege, es interessiert mich nicht mehr. Behaltet es bitte für euch. Nicht mein Thema. Okay? Wenn ich euch dann in Zukunft ignoriere oder sogar blockiere, wenn ihr es einfach nicht sein lassen könnt, sagt nicht, ich hätte nichts gesagt. Ich wollte das nur mal kurz festhalten. Ach so, hier. Es ist irgendwie, ich habe gerade noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, ob ich das überhaupt online setze. Es ist keine Bauchi-Auf-Sendung heute. Es ist anders. Und es ist gut. Es ist ein Gefühl. Aber es ist das Gefühl von, wir schaffen das. Ihr werdet uns nicht brechen. Ihr denkt, ihr hättet uns schon längst gebrochen, aber nein. Nicht solange wir den Glauben an uns selbst noch halten können. Und da könnt ihr machen, was ihr wollt.